Ich würde euch dann lieber welche von Maki, glaube ich, nennt man die. Maki CR3. Erstens, richtig sickes Design. Also richtig schön, gefällt mir richtig gut. Dann für den Preis 92 Euro. Und zwar nicht für eine Box, sondern für beide. Servus meine Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es mal wieder einen kleinen Studio-Vlog nach etwas längerer Zeit. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen habt, geht es heute mal um das DJ-Einsteiger-Setup. Warum ich dieses Video mache? Ganz einfach, mich hat ein Zuschauer auf Instagram gefragt, hey Luis, könntest du mir mal zeigen, was so das perfekte DJ-Setup für Anfänger ist. Deswegen dachte ich mir, ich verbinde das einfach mit einem Video. Das heißt, ich werde nicht nur ihm die Frage beantworten, sondern auch vielleicht dir. Das heißt, wenn du anfangen willst mit DJ oder mit Auflegen, dann schau dir das Video gerne bis zum Ende an. Und zwar habe ich mich mal ein bisschen informiert. Ich habe mir ein paar Produkte mal hier auf den Zettel geschrieben. Wer sich fragt, was das da hinten ist, ich habe nämlich gerade dieses Video zum dritten Mal aufgenommen, weil ich irgendwelche Probleme mit der Speicherkarte hatte. Ich habe es gerade eigentlich ausgepackt mit euch zusammen, aber wie gesagt, ich nehme es ja zum dritten Mal auf. Ganz easy, ich habe mir hier für meine Drohne, ihr wisst ja, ich habe eine DJI Mavic Pro, habe ich mir eine kleine Tasche gekauft. Das heißt, wenn ich mal mit dem Motorrad unterwegs bin, packe ich hier meine Drohne rein, hier meine Fernbedienung. Apropos Motorrad. Ihr wisst ja, ich habe jetzt gerade zwei Motorvlogs, also meine letzten zwei Videos sind ja Motorvlogs gewesen, und ich muss sagen, die Qualität und alles ist jetzt nicht berauschend. Muss ich ehrlich zugeben, ist jetzt nicht das Beste. Die Videos dienen ja eigentlich nur zur Unterhaltung. Aber was mir ein bisschen fehlt von euch ist, ja, Kommentare. Ihr habt immer fleißig meine Videos kommentiert. Es kamen auch viele Fragen. Aber das fehlt mir irgendwie bei den letzten Videos. Ich weiß, es interessiert auch nicht jeden. Ich will auch hier jetzt kein Motorvlogger werden, sondern ich will Videos bringen, die mir Spaß machen, die euch vielleicht auch Spaß machen. Wenn euch dieses Video oder ein Video nicht gefällt, dann wartet einfach mal auf das nächste, vielleicht interessiert euch das mal. Aber ich würde mir wünschen, weil ich stecke echt viel Arbeit rein, ihr müsst überlegen, ich habe einen Vollzeitjob und YouTube ist für mich schon wie ein Nebenjob, obwohl ich nicht mal Geld verdiene damit. Ich opfere halt meine Freizeit für YouTube, für diese Videos, für Tutorials und so weiter. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr echt fleißig weiter meine Videos kommentiert, wie zum Beispiel jetzt auch das hier. Ich habe mich hingesetzt, ich habe ein kleines Setup rausgesucht, was ich euch empfehlen will. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber mich würde es einfach freuen, wenn ich ein bisschen mehr Feedback von euch bekomme und mehr Fragen, zum Beispiel auch Wünsche. Ihr könnt mir Vorschläge schicken, ihr könnt mir wie gesagt Wünsche schicken, ihr könnt mir auch Kritik schicken, das ist ganz egal. Das könnt ihr entscheiden. Ich würde mich einfach auf ein paar mehr Kommentare freuen, weil so merke ich einfach, ihr seid noch dahinter, ihr schaut meine Videos noch. Das war jetzt genug Informationen. Wir starten jetzt mit dem offiziellen Video. Mein PC geht gerade aus. Und zwar, wie gesagt, ich habe mir hier eine kleine Liste zusammengeschrieben. Ich habe mich hingesetzt und habe nicht nur irgendwelche Produkte für euch rausgesucht, die wo günstig sind oder komplett billig, also billig verarbeitet, sondern ich habe mir noch zusätzliche Ideen gemacht, wie zum Beispiel, was würde ich mir selber holen, wenn ich komplett von null anfangen würde. Ich habe mich im Internet schlau gemacht. Ich habe zwar diese ganzen Produkte, beziehungsweise ein paar, noch nicht selber getestet, aber ich habe mir Videos extra angeschaut dafür, ich habe mir Tutorials angeschaut, ich habe mir Rezensionen durchgelesen, nicht nur von Amazon, sondern auch von anderen Plattformen, und deswegen habe ich eigentlich ein relativ gutes Starterpaket für unter 250 Euro mal zusammengeschrieben. Wir gehen mal kurz durch. Was man natürlich als DJ braucht, ist ganz klar ein DJ-Controller. Ohne den kann man schwer auflegen, beziehungsweise könnte man schon, und zwar mit einer DJ-App. Könnte ich eigentlich auch mal machen, oder? Ich könnte mal so eine kleine Challenge starten, ob ich einen geilen Mix übers Handy hinkriege. Würde mich mal interessieren. Ich habe zwar bis jetzt noch keine DJ-App drauf, aber das könnte man ja ändern. Deswegen, wenn ihr ein Video davon haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, Nummer 2, was man natürlich braucht, um Übergänge zu machen, beziehungsweise ein zweites Lied einzufaden und einen richtigen Übergang zu finden. Ganz klar, Kopfhörer. Welche Kopfhörer, kommen wir gleich. Dann braucht man natürlich ein Audio-Ausgangssignal, wie zum Beispiel hier meine zwei Boxen. Die werde ich euch natürlich nicht in dem Video vorstellen, weil die wären ein bisschen zu teuer für dieses Setup jetzt. Aber wenn ihr Interesse daran habt, könnte ich auch ein Upgrade nochmal machen. Das heißt, für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, was könnte man sich dann kaufen? Vielleicht mache ich da so eine kleine Videoreihe, weiß ich noch nicht. Kommt halt immer drauf an, wie es bei euch ankommt. Und
Genau, dann kommen wir natürlich, wie gesagt, zu den Boxen. Was man natürlich auch braucht, um Musik aufzulegen bzw. den Controller zu bedienen, ist eine Software, eine DJ-Software. Und ganz klar, wo kommt die Musik her? Aus einem USB-Stick. Klar, man kann es natürlich auch über einen Laptop machen. Fangen wir an mit Nummer 1. Ich werde jetzt hier ein bisschen nach links rutschen. Ich hoffe auch, dass es mit der Belichtung ein bisschen passt. Ich habe echt so extremes Kabelproblem. Muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. So, Nummer 1. Ich versuche so wenig wie möglich abzulesen. Ich habe euch mal DJ-Kopfhörer rausgesucht von sehr guten Rezensionen und Video, also aus einem YouTube-Video, wo ziemlich gut abgeschnitten hat, ziemlich preiswertig ist. Und zwar sind es die von One Audio, glaube ich, spricht man die aus. Das sind DJ-Kopfhörer, also speziell eigentlich für DJ, die kann man natürlich auch so in der Freizeit benutzen. Kosten rund 28 Euro. Ich blende euch jetzt hier irgendwo ein Bild ein oder genau vor mein Gesicht, weiß ich noch nicht. Ihr könnt natürlich auch stinknormale Kopfhörer hernehmen. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, ein Headset benutzen. Obwohl beim Headset wird es ein bisschen schwer. Und ich glaube kaum, dass jemand mit dem Headset auflegen will. Aber ihr könnt von mir aus stinknormale Kopfhörer hernehmen. Ihr könnt sogar... Habe ich da irgendwas da? Natürlich nicht. Ihr könnt sogar auch irgendwelche normale Kopfhörer, was ihr am Handy euch ansteckt, hernehmen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ich meine, ihr könnt jede Kopfhörer hernehmen, die ihr wollt. Und was ich euch auch raten kann, schaut immer drauf, welche Klinke ihr habt, beziehungsweise die kleine oder die große Klinke. Was hat euer DJ-Controller oder was hat dann der DJ-Controller? Und kauft es euch dann nicht, wenn ihr zum Beispiel kleine Klinke habt, ich glaube 3,2 oder was war das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und der Controller hat aber die große Klinke. Kauft euch nicht gleich neue Kopfhörer, sondern kauft euch einen Adapter. Die kosten ein paar Euro und so spart ihr auch wieder Kohle, ein bisschen Geld. Und ja, also wie gesagt, ich verlinke euch die ganzen Produkte natürlich auch in der Beschreibung. Wenn ihr Interesse dran haben solltet, schaut einfach mal vorbei. Dann kommen wir auch zum DJ-Controller und eigentlich zum Herzstück. Ich habe euch mal einen rausgesucht. Und zwar von einer Marke, die ich selber mal besitzt habe. Die, wo mich schon länger hier auf dem Kanal verfolgen, wissen ja, welchen Controller ich meine oder von welcher Marke ich rede. Und zwar ist es der Numark Controller. Und zwar nicht der Numark Mixtrack Pro 3, den ich mir damals gekauft habe, weil der ist ein bisschen teurer jetzt. Sondern ich habe euch einen rausgesucht, der eigentlich ziemlich crazy aussieht und eigentlich genau das gleiche kann wie jeder andere DJ-Controller, sage ich mal. Und zwar ist es der Numark Party Mix. Ich weiß nicht, wer auf diesen Namen gekommen ist. Sieht extrem lustig aus, wie gesagt, ich blende euch immer hier ein paar Bilder ein. Hat vorne noch so ein paar, wie sagt man da, so Party-LEDs drin. Ich weiß nicht, warum man sowas einbaut. Das sieht zwar lustig aus, aber brauche ich jetzt selber nicht unbedingt. Aber der Controller selber an sich ist ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe lange mit Numark zusammengearbeitet, beziehungsweise nicht zusammengearbeitet, sondern ich hatte lange einen Numark-Controller. War sehr, sehr zufrieden und deswegen kann ich euch den auch nur empfehlen. Selber habe ich den jetzt noch nicht getestet. Dann geht es weiter mit DJ-Boxen. Was heißt DJ-Boxen? DJ-Boxen ist auch so ein großer Begriff. Ich habe zum Beispiel welche von Hercules, die stehen ja hier hinten. Und zwar sind es die Moment. Ja, die nennen sich einfach Hercules DJ-Monitor. Kann ich euch auch mal verlinken, wenn ihr wollt. Aber die würde ich euch jetzt nicht so unbedingt empfehlen, weil die Qualität ist zwar ganz okay, sage ich mal. Also damit habe ich angefangen. Aber ich würde euch dann lieber welche von Marki, glaube ich nennt man die, Marki CR3. Erstens, richtig sickes Design, also richtig schön, gefällt mir richtig gut. Dann für den Preis 92 Euro und zwar nicht für eine Box, sondern für beide. Und haben auch von der Klangqualität relativ gut abgeschnitten. Würde ich mir kaufen, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, weil das Design hat mich schon überzeugt, allein mit dem Grün. Sieht schon geil aus. Ja, habe ich ganz vergessen, zum Numark Party Mix Controller. Der kostet aktuell auf Amazon 82 Euro. Was ihr aber auch nicht vergessen dürft, die Preise variieren jeden Tag. Von Minute auch zu Minute. Deswegen grob ungefähr Setup für 250 Euro. Ich glaube, da kann man nichts. Kann auch 260 sein oder 240, wenn mal was im Angebot ist. Natürlich braucht man, um einen DJ-Controller zu benutzen, eine DJ-Software. Und ich habe damals angefangen, wo ich mir den Numark Mixtrack Pro 3 gekauft habe, habe ich mit Virtual DJ angefangen. Würde ich jetzt wieder machen. Erstens, sehr einfach zu lernen, beziehungsweise sehr einfach aufgebaut. Es gibt sehr, sehr viele Videos darüber, wie benutzt man Virtual DJ, welche Funktionen gibt es und. Also da gibt es zahlreiche Videos schon im Internet und das ist einfach nur anschauen, lernen, ausprobieren.
Und ich kann euch das echt ans Herz legen. Und ich habe mir das mal ausgerechnet, beziehungsweise kann man auf der Homepage vom Virtual DJ kann man nachschauen. Entweder man kauft sich die Volllizenz, die liegt glaube ich bei über 300 Euro. Das heißt, ihr habt eine komplette Lizenz für jeden Controller. Das heißt, ich könnte mir als Virtual DJ auf dem Laptop holen, kaufe mir diese Lizenz für 300 Euro oder 300 Dollar sind es glaube ich und könnte jeden Controller anschließen. Das heißt, meinen Pioneer Controller, meinen alten Numa Controller, meinen, ich glaube den anderen habe ich schon verkauft. Also man könnte jeden Controller oder fast jeden Controller damit bedienen. Ihr findet auch auf der Homepage die ganzen Controller aufgelistet, welche darüber kompatibel sind, aber ich glaube, das sind eigentlich schon alle, die auf dem Markt sind. Oder ihr macht es so, es gibt ein Monatsabo, würde ich euch jetzt auch nicht so raten, sondern für diesen Controller, also für diesen Numark Mixtrack, jetzt bin ich schon wieder beim Mixtrack, bei dem Numark Party Mix Controller gibt es eine Lizenz, und zwar haltet euch fest, die kostet nur, in Anführungsstrichen, 44 Euro. Was eigentlich ziemlich günstig ist, weil wenn ich eine Lizenz für meinen Pioneer kaufen würde, würde ich bei 160 Dollar liegen. Das heißt, dann könnte ich mir eigentlich gleich oder fast schon die volle Version oder die komplette Lizenz kaufen, damit ich jeden benutzen kann. Aber jetzt nur mal so ein Preisunterschied. Also 44 Euro für den Numark Party Mix Controller. Mein Gott, ist das ein komplizierter Name. Ihr müsst aber dann beachten, ihr könnt nur diesen Controller benutzen mit dieser Lizenz. Das heißt, wenn ihr dann wieder einen anderen Controller anschließt, funktioniert das nicht mehr, dann müsstet ihr euch wieder eine Lizenz für den anderen Controller oder für den neuen Controller dann besorgen. Alternativ habe ich mir aber noch rausgesucht, Serato DJ, die Pro-Version, ist eigentlich auch so unter den DJ-Softwaren ziemlich weit oben, ich glaube sogar Platz 1, wenn ich mich nicht täusche. Die Pro-Version kostet 150 Euro umgerechnet, man kann auch jeden freien DJ-Controller benutzen. Ihr könnt es dann mit der Software sozusagen auch einfach in den Club gehen, den Controller anschließen, Serato öffnen und loslegen. Aber natürlich wieder 150 Euro für eine komplette Lizenz. Ja, würde jetzt aber den Rahmen von den 250 Euro DJ-Setup sprengen. Und ganz wichtig zum letzten Punkt, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten Videomaterial. Ich glaube, das Video wird 10 Minuten lang sein. Da werde ich ein bisschen wieder was zum Schneiden haben, weil ich habe mich, glaube ich, wieder 10.000 Mal versprochen. Ein USB-Stick kann ich euch nur einem empfehlen. Natürlich, wenn jemand bessere Erfahrungen gemacht hat mit irgendeinem anderen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich benutze den selber, USB von SanDisk Ultra. Reicht 64 GB, ihr könnt es auch 32 GB hernehmen, reicht vollkommen aus. Aber ich denke mal so, wenn ihr langfristig was haben wollt, dann kauft euch den 64, wenn nicht den 128 GB Speicher. Im Endeffekt sind wir ungefähr bei 250 Euro, 260 oder vielleicht auch weniger. Bei den Produkten habe ich mich informiert. Das heißt, ich habe nicht nur auf Amazon geschaut, was ist hier das günstigste und was weiß ich, sondern ich habe halt nachgeschaut, ich habe Videos angeschaut, ich habe auf verschiedenen Plattformen das verglichen, vom Preis her, von den Rezensionen. Und ich glaube, mit diesem Setup seid ihr für den Start eigentlich sehr, sehr gut bereit, um DJ zu lernen, beziehungsweise das Auflegen zu lernen. Ja, und wenn ihr Interesse daran haben solltet, für fortgeschrittenere DJs, ja, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mir wieder eine kleine Liste zusammenschreiben und gucken, was ich da nehmen würde. Und vielleicht geht es dann auch mal zu ultra teuer, das könnten wir auch mal machen. So einen kleinen Vlog, beziehungsweise so ein Starterpaket für 5.000 Euro, das reicht gar nicht, weil ich kenne ein paar Produkte von Pioneer, da sind wir allein schon nur von einem Deck, beziehungsweise von einem Deck sind wir ungefähr bei 4.000, 5.000 Euro. Könnte ich eigentlich auch mal machen, so ein Video. Wenn ihr drauf Bock habt, wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt noch fleißig, ich werde jetzt noch ein bisschen an meinem neuen Remix arbeiten. Wenn ihr ein bisschen was hören wollt, folgt mir gerne auf Instagram, schaut meine Stories an. Da haue ich ab und zu mal einen kleinen Teaser rein, beziehungsweise einen kleinen Ausschnitt. Wie sich das Ganze anhört, wie weit ich gekommen bin oder wo ich gerade feststecke, könnt ihr gerne abchecken. Und genau, in diesem Sinne, am Wochenende wird ein neuer Motorvlog kommen. Und Leute, eins nochmal, bitte kommentiert mehr. Ich will hier mehr Kommentare von euch. Ich will mit euch mehr zusammenarbeiten. Schreibt mir auf Instagram. Ich habe echt bei den alten Videos viele Nachrichten bekommen und genau das wollte ich. Und wir sind jetzt bei 350 Abonnenten.
Vielen, vielen Dank. Ich lasse mir auch noch ein kleines Special bei 400, obwohl habe ich das bei 200 auch schon gesagt, bei 300 auch schon. Ich glaube bei 400 oder 500. 500 ist eine gute Zahl. Wenn wir die 500 erreicht haben, Leute, dann haue ich was richtig Dickes raus. Ja, seid gespannt und ich würde sagen, Leute, ich beende das Video. Ich habe jetzt 20 Minuten Videomaterial. Ich muss jetzt viel schneiden und morgen wieder arbeiten. Und wenn ihr irgendeine andere Meinung seid von meinem Starterpaket, schreibt mir das. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das sage ich eigentlich in jedem Video. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und ciao.